Frohes Neues zusammen und willkommen im Jahr 2018. Das Jahr, wo du ein weiteres Mal die Chance hast, ein Leben aufzubauen, was dich erfüllt. Damit du für dieses Jahr auch die richtigen Ziele setzt und diese auch erreichst, gehen wir diese Woche zusammen eine Kickstart-Woche durch. In den nächsten 7 Tagen werde ich dir jeden Tag ein Video mitgeben mit den wichtigsten Mindsets, Strategien, Methoden, Techniken etc. aus 6 Jahren Erfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ohne lang drum herum zu reden, lass uns heute mit deinen Zielen anfangen. Herzlich willkommen zum ersten Video im Jahr 2018. Alexander Wahler hier. Ich freue mich, dass du da bist und lass uns direkt anfangen. Zum einen deine Ziele. Bei deinen Zielen möchte ich auf 2 wichtige Dinge eingehen. Einerseits, dass du deine Ziele nach der SMART-Methode setzt. Was ist die SMART-Methode? Spezifisch, messbar, ansprechend, realistisch und terminiert. Gehen wir 2 Beispiele durch, um es dir einmal klar zu machen. Ein Ziel, was nicht nach der SMART-Methode gesetzt ist und was eigentlich zu 100% dazu verdammt ist, zu scheitern, wäre, wenn du dir sagst, ich möchte abnehmen oder ich möchte mehr Geld verdienen oder ich möchte fitter werden oder ich möchte beliebter werden, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Nichts davon ist genau. Du möchtest mehr Geld verdienen? Okay, hier eine Gehaltserhöhung von 1 Euro, du verdienst mehr Geld, Ziel erreicht. Du möchtest abnehmen? Okay, hier 500 Gramm abgenommen, bam, Ziel erreicht. Du möchtest beliebter werden? Oh, du hast eine neue Person kennengelernt, Ziel erreicht. Du möchtest mehr Selbstvertrauen haben? Woran machst du das überhaupt fest, dass du mehr Selbstvertrauen hast oder nicht? Ein Ziel nach der SMART-Methode wäre zum Beispiel, bis zum 1.9. möchte ich meinen Umsatz vom Dezember 2017 verdoppelt haben. Es ist sehr spezifisch und auch noch messbar. Du kannst es in Zahlen ausdrücken. Es ist ansprechend, denn siehe da, plötzlich verdienst du viel, viel mehr Geld. Es ist, hoffentlich in dem Beispiel, realistisch, das zu erreichen. Und zu guter Letzt, es ist terminiert mit einem klaren Datum. Ein anderes Beispiel wäre abnehmen. Ich möchte bis zum 1.6. oder bis zum 1.9. x Kilogramm abgenommen haben. Beispielsweise 9 Kilogramm. Das ist wieder enorm spezifisch und messbar. Es ist ansprechend, denn siehe da, wenn ich 9 Kilo abnehme, dann passe ich plötzlich auf einmal in meine Lieblingshosen wieder rein. Es ist sehr realistisch, 1 Kilogramm pro Monat abzunehmen und auch dieses Gewicht zu halten. Und natürlich zu guter Letzt, es ist klar terminiert. Du siehst also, allein mit dieser Kleinigkeit kannst du deine Ziele sehr viel genauer definieren. Doch wir sind hier noch nicht fertig, denn weißt du, was häufig passiert, wenn wir uns solche SMART-Ziele setzen? Wir erreichen vielleicht 1 dieser Ziele, doch haben damit das genaue Gegenteil erreicht. Wenn das jetzt keinen Sinn macht, lass es mich kurz erklären. Wir möchten ja niemals das Ziel, sondern das, was wir uns durch das Ziel erhoffen. Beispielsweise, du möchtest mehr Freiheit. Wenn du mehr Freiheit möchtest, dann denkst du dir sofort, ich brauche mehr Geld, um freier zu sein. Setz dir also ein klar definiertes, smartes Ziel für deine Finanzen. Dann merkst du plötzlich, um mehr Geld zu verdienen, muss ich mehr arbeiten. Dann arbeitest du mehr, bist in einem neuen Rattenrennen gefangen und hast plötzlich zwar das Ziel vielleicht für die Finanzen erreicht, doch am Ende weniger Freiheit. Und genau da kommt der 2. Punkt ins Spiel, nämlich dein Lebensstil. Was für einen Lebensstil willst du führen? Wie soll ein typischer Tag aussehen, eine typische Woche, ein typischer Monat? Wie viel Zeit möchtest du pro Woche mit Familie, mit Freunden, mit Arbeit, mit Weiterbildung, mit deinen Hobbys verbringen? Wie viel möchtest du reisen? Welche Luxusgüter möchtest du dir gönnen? Wie oft willst du im Restaurant essen? Wie oft zu Hause? Welche Hobbys willst du weiterlernen? Welche Fähigkeiten willst du entwickeln? All das müssen wir in Betracht ziehen. Wenn du dir also noch nicht darüber bewusst bist, was für einen Lebensstil du führen möchtest, dann stell dir zuallererst einmal diese Frage, was für einen Lebensstil möchte ich führen? Wie soll ein Tag, eine Woche, ein Monat aussehen? Und dann stell dir bei jedem deiner SMART-Ziele die Frage, wie kann ich dieses Ziel, die Erreichung dieses Ziels mit meinem gewünschten Lebensstil in Einklang bringen? Dazu gebe ich dir natürlich auch wieder ein Beispiel. Du möchtest abnehmen. Bis zum 1.9. 9 Kilogramm. Gleichzeitig willst du einen Lebensstil, wo du extrem viel Zeit mit Freunden verbringst, extrem viel Zeit in einzelne Hobbys investieren kannst und du möchtest nicht mehr als 4-mal die Woche ins Fitnessstudio und auch nicht wirklich auf dein Lieblingsessen verzichten müssen. Dafür kannst du dir die Frage stellen, wie kann ich bis zum 1.9. ganz entspannt und mit Spaß 9 Kilogramm abnehmen, am besten noch meine Freunde mit dabei integrieren, nicht mehr als 4-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und ohne dabei auf mein Lieblingsessen zu verzichten. Das klingt nach einer ziemlich langen Frage, nicht wahr? Doch je spezifischer die Frage, desto genauer wird auch die Antwort und desto besser wird die Antwort. Denn wenn du einfach bis zum 1.9. 9 Kilo abnehmen willst, dann kann auch Folgendes passieren. Du fängst an, dich auf eine Art und Weise zu ernähren, wo du alles aus deinem Leben rausschneiden musst, was dir eigentlich Spaß macht zu essen. Du gehst 7-mal die Woche trainieren mit auch noch einer Sportart, die dir keinen Spaß macht, anstatt dich darüber zu informieren, welche Sportart dir am meisten Spaß macht und am effektivsten ist, damit du nicht mehr als 3-4-mal die Woche trainieren gehen musst. Und du vernachlässigst dabei wahrscheinlich sogar deine Freunde oder deine anderen Hobbys, weil du so viel Zeit in dieses eine Ziel investierst. Du merkst also, einfach nur Ziele setzen bringt nichts. Sie müssen schon sehr genau sein und sie sollten auf deinen Lebensstil passen. Denn sonst
baust du dir ein Leben auf, wo du vielleicht alle Ziele erreichst, aber das Leben macht überhaupt keinen Spaß. Wende diese Sachen also jetzt an und danach teil deine Ziele mit der Öffentlichkeit. Teil sie am besten hier unten in den Kommentaren, denn dann können wir in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, in vier Monaten, in fünf Monaten, in einem Jahr nochmal darauf zurückgehen und ich kann dir auch antworten, fragen, hey, wie sieht's denn jetzt aus? Wie weit bist du vorangekommen? Um dabei den ersten Schritt zu machen, möchte ich dir auch hier zwei meiner Ziele mitgeben. Zum einen, ich möchte bis Ende des Jahres fließend im Alltag Russisch sprechen, was ungefähr dem Niveau B2, C1 entspricht. Und als zweites möchte ich, Gedanke, mit dem ich schon sehr, sehr lange rumlaufe, meine Marke genauso stark international aufbauen, wie ich sie in Deutschland habe. Natürlich möchte ich dich mitnehmen auf diese internationale Reise. Von daher, klick mal hier oben in die Infocard oder guck unten in die Beschreibung. Dort kannst du meinem englischen Kanal folgen, wo jetzt für 30 Tage jeden Tag neue Videos kommen werden. Also, klick hier oben, lass ein Abo da und schau dir die ersten paar Videos schon mal an. Jetzt habe ich mich hier öffentlich verpflichtet. Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Das heißt, in einem Jahr könnt ihr auch auf mich zukommen und sagen, ey Digga, wie sieht's denn aus? Bist du vorangekommen oder nicht? Diese Ziele sind auch ein schönes Beispiel für die Smart-Methode. Sie sind beide spezifisch und messbar. Ich möchte Russisch auf einem bestimmten Niveau sprechen, das kann ich spezifisch ansehen und auch messen. Und ich möchte meine Marke international genauso stark aufbauen wie in Deutschland. Auch das kann ich anhand von Followern, kann ich anhand von Umsatz, kann ich anhand von E-Mail-Adressen, kann ich anhand von Engagement mit der Community, all das kann ich messen. Und es ist klar terminiert bis zum 31.12., also bis Ende des Jahres. Damit haben wir Teil 1 von 7 der Kickstarter-Woche beendet. Schick dieses Video unbedingt deinen Freunden, die alle 2018 neue Ziele erreichen wollen. Dann seien wir ehrlich, jeder will 2018 neue Ziele erreichen. Und gib ihnen hiermit die Möglichkeit, diese Ziele auch wirklich zu erreichen und es nicht nur bei einer Wunschvorstellung zu lassen. Schalt auch morgen wieder ein bei Teil 2 von 7, wo wir auf deinen emotionalen Antrieb eingehen, dass du auch an den Zielen dranbleibst. Und jetzt setz dich nochmal deine Ziele, überarbeite sie nochmal. Und dann würde ich sagen, bis morgen.